Uncut Real Talk mit Markus. Familie Rühl sitzt gegenüber. Wir haben das Privileg, wir dürfen heute hier zu Gast sein im Hause Rühl. Durchfressen. Nachdem wir ordentlich gefressen haben, Shake getrunken haben und noch weiter fressen, darf ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen, einem Markus Rühl meine bekannten und sehr ernsten Tief. Ein richtiges ASMR hier bei Markus. Der hat, glaube ich, Mikrofon direkt an der Tüte. Gründigen Fragen stellen. Wie ich es auch letzte Woche mit dem Dennis gemacht habe. Ich glaube, mit Markus kann da nur was. Ist der den Expressreis aus der Tüte? Der Markus? Gutes bei rauskommen. Dennis habe ich letzte Woche als erstes gefragt, wann er mal das letzte Mal richtig besoffen war. Oh. Wann war es bei dir? Ich glaube, beim Polterabend von Alicias Schwester Hochzeit. Ja, da geht's zur Sache. Oh, polnische Hochzeiten, ganz, ganz, ganz gefährlich, Digi. Polnische Hochzeiten sind ganz gefährlich, was Saufen angeht. Schlimm. Ja, da war ich ziemlich besoffen. Das ist jetzt schon wie viele Jahre her? 6, 7? 8 Jahre. Kann man mal machen. Ich bin voll die Partybremse, ne? Bei mir geht nichts. Ne? Also Alkohol bin ich. Nicht weil Bodybuilding ich mache. Ey, ich würde mir gerne mal Markus Rühl besoffen an reinziehen, Alter. Wie der wohl drauf ist. Wie der wohl drauf ist, Alter. Na gut. Nee, geht mir auch so. Also ja, auch als mit polnischen Wurzeln. Also könntest du abschaffen, habe ich nichts für dich. Ja. Ne? Haben wir das auch geklärt. Nee, beim Dennis sauber. Hieß es so ähnlich. Ja. War auch irgendwann mal wieder danach, aber in seiner aktiven Karriere gibt es ja mal wieder Leute, Phil Heath und so, die nach dem Olympia geben, die richtig Gas so. Deswegen finde ich es immer interessant. Okay. Wie das bei dir vielleicht war oder nee, bei anderen? Wir waren der Olympia. Also ich habe alle Cola Light leer getrunken, die es gab, habe gut gegessen und war einfach müde. Ja. Ich war aber fix und fertig. Mir genauso. Da bist du und durch. Nachts konnte ich nicht pennen. Das war dann. Nee, doch, nachts habe ich gut geschlafen. Aber du warst so früh wach wieder, gell? Ja. Das ist immer so. Ich habe tief geschlafen, weil so die Anspannung abgegangen. Aber war früh wach und wollte dann irgendwas erleben halt. Ne? So Essen und ja, vor allem schon essen. Wieder. Vor allem Essen. Ja. Und dann hat es Essen, was man darf, ne? So. Eckerlin und Rühl im Frankfurter Bahnhofsviertel einen Abend saufen. Das wäre böse, Freunde. Eis, alles, was da steht, darf ich jetzt essen. Das hat mich nervös gemacht. Freue ich mich auf Vegas. Dieses Jahr gibt es bestimmt einiges zu holen. Welche Frage ich interessant fand, welche. Und der frisst den Reis aus der Verpackung. Unfassbar geil, Alter. Macht er das wirklich oder macht er das fürs Video? Das würde mich mal interessieren. Eigenschaften fandest du an deinem jugendlichen Ich bemerkenswert oder sogar jetzt abstoßend eher? Weil ich meine, um das zu machen, was jugendlich wir machen, heißt, wie viel Jahre warst du da? Oder? Ja, so 15 bis so alt wie ich jetzt, 23, 24. Also ich war immer sehr zielstrebig. Hm. Mit 15 noch nicht, da war es schon nicht so, wo ich hin will. Aber du hast so dann gekickt. Naja, Fußball gespielt, aber ich dann so 20, 21 geworden bin und habe dann angefangen mit Bodybuilding, bin ich ein sehr zielstrebiger Mensch geworden. Ja. Also auch sehr introvertiert. Ich habe gar nicht mehr so die Gesellschaft gebraucht. Das habe ich früher gemacht. 15, 16 mal Party, saufen und da habe ich halt viel Scheiße gemacht. Ne? Ja. Aber wo ich dann mit Bodybuilding angefangen habe, war ich sehr zielstrebig und wollte jetzt kein Profi werden, aber ich hatte das Ziel gehabt, echt einen guten Körper zu kriegen. Mal gucken, wie weit es geht. Das hat mir auch Freude gemacht. Und da habe ich mich extrem verändert vom Typ her. Mhm. Nicht nur von der Einstellung, sondern auch vom Typ Markus Rühl. Ne? Das hat mich auch deine Beziehung gemerkt, die dann so Brüche ging. Ich habe bin dann sehr, sehr straight geworden. Halt auch sehr. Ich glaube, dem war alles egal, Alter, dem Rühl damals. Alles egal. Sehr hart anderen Menschen gegenüber, ne? Weil ich habe immer das, was ich als Maß für mich nehme, lege ich halt oft an meine Mitmenschen oder meine Mitarbeiter heute oder auch Alicia manchmal, wo ich sage, mein Gott, mach doch mal das und das, bist du ernsthafter. Ne? Ja. Wo ich vielleicht auch nicht immer gerecht bin, aber. Die Freundin von Urs ist immer schlecht gelaunt. Nö, ich glaube nicht. Die ist doch eigentlich eine ganz Liebe. Aber Props geht immer noch raus an Alice. In dem Video, wo die ganze Zeit gegen Markus, dem die ganze Zeit Konter gegeben hat. Fand ich sehr, sehr cool damals. Ich finde auch cool, dass Urs mit Markus so viele Videos gemacht hat. Sehr, sehr geil. Ich erwarte halt immer sehr viel. Ja, aber kennt man sich schon wieder so irgendwie. Das, was man im Sport macht. Aber so, wenn man sich die jetzt gerade anguckt, sieht die nicht gerade hier begeistert aus. Versucht man zu übertragen und keine Ahnung. Ja, das ist aber halt so. Und ich finde es keine negative Charaktereigenschaft. Nee. Man hat ja auch im Sport gesehen, wie schnell du gewachsen bist. Ich meine, was war das?
Alice darf schauen, wie sie will. Die ist absolute Ehrenfrau. Definitiv, habe ich auch schon sehr, sehr oft gesagt. Sehr, sehr oft. Sie unterstützt den Urs wie keine andere. Unfassbarer Support von ihrer Seite aus. Sehr, sehr gut. Dann Bachgau Cup, deutsche Gesamtsieg. Bam. Es war, Achtung, 91 angefangen, 92 ganz gut aufgebaut. Guck mal, so hat Markus angefangen. Geil. Aber ihr seht das gar nicht. Sorry, Freunde, Sekunde. Hier. Hammer, ne? So sah das damals aus, zu seinen Anfängen. Weiter geht's. 93 Pause gemacht wegen der Bundeswehrnummer. Ne, 92 wegen der Bundeswehr. Dann wieder angefangen mit 93, 94, Bachgau Cup, Hessenmeister. Boah, wartet, Freunde, ich muss mal hier, ich mach mich mal weg, damit ihr auch alles mitbekommt. Guck mal, wie er dann schon aussah, Alter. Unfassbare Form. So, total. Ja, ja, 110 Kilo und dann. Wie du aussahst. Zwei Jahre. Ein Bild einblenden. Ja, ja, und dann nochmal zwei Jahre später dann halt Deutscher Meister. So, Freunde. Ja, aber der Chat ist auch noch im Weg. Ich mach mich mal nach oben rechts. So, let's go. Mit 118 Kilo. So, brutal. Ne? 118 Kilo hatte der schon. Unglaublich, Alter. Also die Entwicklung, ja. Das ging schon rasend schnell über die. Ja, jetzt wenn natürlich viele sagen, ja, der hat Steroide und so weiter. Ja, wenn es so leicht wäre. Ja, aber haben die anderen ja auch. Und die haben es ja in derselben Zeit auch nicht gepackt. Ich wollte gerade sagen, die meisten Konkurrenten, die mit mir auf der Bühne standen oder damaliger Zeit, die haben jetzt auch nicht mit Kreatin und Gummibärchen aufgeladen. Ja. Was soll man da sagen? Ja, wobei mir ja alle natural sind. Mit Kreatin und Gummibärchen aufgeladen, Alter, geil. Markus ist so ein cooler Typ, Mann. Ja. Wissen, ne? Du wirst wie Dorian Yates, wir waren alle natural. Und werden auch nie irgendwelche illegale Substanzen zu uns nehmen. So ist es. Ja. Was ich auch immer interessant finde, weil es bei mir immer so, ja, teils da war, teils nicht so, ob deine Eltern dich in der Laufbahn unterstützt haben. So. Ja. Also Eltern, mein Vater ist relativ früh gestorben, da war ich gerade mal, warte mal, das war 89, 6 Jahre. Ne? Krass. Ja, ja. Also ich sehe jetzt immer so, Lucy ist 5, ne? In Jahr sterbe ich, ne? Hoffentlich nicht, aber das war natürlich schon harter Tobak für mich. Ne? Glaube ich. Mein Vater ist ja schon eine Bezugsperson. Ja. War aber lang krank mit schwerem Krebsleiden, also es war alles nicht so einfach für mich als kleiner Bub. Trotzdem finde ich immer dann die Ausrede, mir hat es schwer in der Kindheit und deswegen bin ich ein Idiot geworden. Finde ich halt immer schwierig, weil letztendlich musst du ja selber mit dem Arsch aus dem Dreck ziehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Meine Mutter hat mich natürlich mit allem unterstützt, was ging. Also, cool. Also krass. Die Mom hat Markus damals tatsächlich gut supportet zu dem Beginn seiner Bodybuilding-Laufbahn. Geil, dass die hier so ein bisschen, also wir kennen ja vieles von Markus Rühl, auch von seiner Laufbahnkarriere, aber so private Einblicke gab es, also habe ich noch nie gesehen. So richtig private, so eine Fragerunde wie gerade halt, so ein privates Q&A von damals, von seiner Kindheit und so weiter, höre ich gerade, ich persönlich zum ersten Mal, finde ich cool. Geiler Content. Von der Art her, vom Mentale her, sie hat aber auch immer gesagt, pass auf dich auf, Junge, du weißt, dass du, was du da machst. Und war bei meinem ersten Wettkampf auch dabei, habe es aber dann darum gebeten, nie mehr dahin zu gehen, weil sie lautest im Publikum war. Und geschrien hat, oh mein Schatz, ich liebe dich. Na, und das war dem Markus war das bestimmt sowas von unangenehm damals. Geil. War halt schwierig bei den Doppelbizeps. Ne? Da hat jeder gewusst, ach, wenn man Rülser Mutter, ja, die liebten, ne? Da war ich jetzt auch schon 25. Das ist süß. Das ist halt Mama. Ich fänd's cool, ganz ehrlich, meine Mom war auch beim Dennis Wolf Classic dabei, die hat da auch die Hütte zugebrüllt, Alter, als ich da gewonnen hab. Fand ich geil, die haben gebrüllt, die Mädels. Du mein Gefallen, bitte nicht hochschreien, ich liebe dich, wenn ich beim Posen bin, das ist eng, ja. Ich freue mich, wenn du da bist, dann war mein erster Profi-Wettkampf. Beste Schreihals ist der Kameramann von Daniel Kubik. In Offenbach war das dann, das war auch 97, nach der Deutsche. Und da war die Mama nochmal dabei und da hat sie wieder geschrien und seitdem habe ich ihr dann Verbot gegeben. Ne? Aber es war dann auch der letzte Wettkampf in Deutschland. Markus erteilt Schreiverbot. Insofern war die Mama nur zweimal dabei, hat es aber natürlich geliebt und hat immer gesagt, du hast nicht das verdient, was du bekommen hast. Mhm. Also die hat mich halt auch immer gesehen, dass es oftmals so politische Entscheidungen waren, oder dass vielleicht ein, zwei Plätze zu schwierig war. Und sie hat immer gesagt, ich hoffe trotzdem, es lohnt sich für dich. Und das halt auch finanziell. Ne? Ja, aber das ist krass, das jetzt so zu hören, weil väterlicherseits, du kamst mir mal voll
Normal kennt man das ja immer ein bisschen raus, wenn einer nur so teils mütterlich aufgewachsen ist. Meine Eltern haben sich auch früh geschieden. Ich war bei meiner Mutter und bei meinen Brüdern merkt man schon noch mehr, dass da die väterliche Hand noch so dabei war. Und ja, bei mir dann weniger, aber bei dir merkt man das irgendwie so gar nicht. War da irgendeine andere Person in deinem Leben oder sonst irgendwas, wo dich vielleicht der erste Trainer, der dich dann so... Ich habe halt immer so ein bisschen einen Freund und damaliger Trainer gehabt. Das war der Marc Arnold, mein Geschäftspartner und mein Trainingspartner zur damaligen Zeit. Der mich schon so geformt hat. Ne? Der Marc war schon sehr, sehr tough zu mir immer. Ne? Also der hat auch keine Schwäche zugelassen, beim Training auch nicht. Und hat mich halt auch beim Wettkampf immer unterstützt, die ersten Jahre. Und ja, das, du musst da schon eine haben, zu dem man sich so ein bisschen... Also ich habe den Marc auch nicht immer als Trainer gesehen, sondern auch als Mensch. Ich habe den immer sehr... Ich denke mal, alle, die ohne Vater aufgewachsen sind oder bei denen sich die Eltern getrennt haben und nur bei einer Familie, bei einem Familienteil aufgewachsen sind, können den Markus hier ganz gut verstehen, oder? Dass man sich da oftmals, mal ist es der Opa, mal ist es der Onkel, wo man so Vater, so eine Vaterfigur sucht. Safe. Respektiert. Also ich respektiere viele Menschen, die mir was mitgeben können fürs Leben. Den ich schon so ein bisschen als väterlicher Freund, weil er auch 2, 3 älter war, wie ich so gesehen habe. Ja, vielleicht war es auch das, er hat mich schon geformt. Ne? Marc war schon ziemlich tough. Wobei ich ihn dann verschlissen habe als Trainingspartner, er dann irgendwann die Segel streichen musste und ich dann leider meinen machen musste. Das war schon, Aber es hilft ja trotzdem, der Charakter bleibt dann ja so gefestigt. Und ja, aber ich sage mal so, du bist ja der Mensch oder du bist es nicht. Weißt du? Es kann ja da sein, wer will. Es kann jeder zu, ich kann dir jetzt 100 Mal sagen, was macht das und das. Ja, schon. Du musst es machen. Du trainierst, du isst, du machst das, du hast die Krämpfe, du hast die Schmerzen. Das ist das. Da hilft dir kein bester Coach der Welt, kein bester Vater oder sonst was. Man selbst muss es wollen. Man selbst muss den Hunger haben. Ich hatte mal jemanden im Coaching zu Beginn. Wann war das? 2020. Er war bei mir im Coaching. Und irgendwann sagte er so zu mir, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil du gibst mir keine Motivation. Ich denke mir so, okay, warum? Warum keine Motivation? Wie kann das denn sein? Ja, du motivierst mich nicht. Ich so, Digga, ich bin nicht dein Motivator. Ich weck dich nicht morgens früh auf. Digga, heute, ich sag mal jetzt Kevin. Kevin, Junge, steh auf, heute ist ein guter Tag. Du musst heute Gas geben. Du bekommst die Pläne. Du musst hungrig sein, du musst es umsetzen. Es liegt an dir. Mehr, ich bin doch kein Motivationscoach, Alter. Da ich dich morgens früh aus dem Bett hole, soll ich 50 Leute morgens früh auf dem Bett Sturm klingeln, damit die aufstehen und einen super Tag haben und ihnen sagen, heute gib dir aber Vollgas. Nein, auf keinen Fall. Das muss man selber wollen, da hat Markus vollkommen recht. Das stimmt. Du hast die Verletzung, du hast das auf der Bühne, du musst präsentieren, du musst performen, du. Mhm. Bodybuilding ist kein Mannschaftssport. Ich kann meinen Ball nicht abgeben, kann sagen, mach du mal, ich bin heute schlecht drauf. Ja, das stimmt. Insofern. Heutzutage wird es wie so gesagt, dass... Ach ja, der Coach, ja, der Coach, ja, nee, du machst das ja alles. Wir brauchen einen Coach, was ist ein Coach? Ein Coach sagt, du, mach mal die Kalorie 30 Gramm hoch oder runter. Ja, das macht ein Coach im Prinzip. Aber du musst es umsetzen. Das heißt, alles, was irgendwo gesagt oder geschrieben wird, ist... Natürlich befindet sich ein Athlet kurz vor der Bühne, kurz vorm Wettkampf. Da gibt man den natürlich auch Zuspruch oder beruhigt denjenigen, wenn einer nervös ist. Sowas normal. Aber nicht jeden Tag irgendwie Motivation schenken und sagen, du bist der Geilste, gib heute 100%. Das ist Schwachsinn, Alter. Das ist doch fiktiv. Ja, du musst das machen. Das wäre ja, finde ich, auch gerecht, dass ein Bodybuilding unter der Bühne der alleinige Hero ist, weil du verdienst es und sonst keiner. Dass da eine Frau dahinter steckt, die stark ist, ja, wie deine Partnerin oder was, die das Ganze vielleicht wirtschaftlich ein bisschen managt hinter dran, weil du aber keine Zeit hast für den Mist. Das ist doch legitim, aber allein sportlich bist du der Einzige, der die Lorbeeren kriegt. Du bist auch der Einzige, der in die Fresse kriegt. Ja, wenn die mal nicht da sind, stimmt. Da heißt es nicht, die Alte war schuld, weil die hatten das Essen nicht gekocht. Gerade Worte hier. Da heißt es, der Ross hat nicht performt, das ist aber eine Fotze, ja? Auf Deutsch gesagt. Das ist so. Trocken und ehrlich, Alter, wie immer. Wirst du noch erfahren, bis jetzt ging es bei dir immer nur steil auf. Es wird aber bestimmt mal irgendwie mal ein Wettkampf geben, wo du vielleicht nicht die Erwartungen erfüllst. Und das Schlimmste ist die Erwartung, wo du selber an dich stellst. Und dann wird's nicht, was die Leute sagen. Du musst damit klarkommen. Wenn du enttäuscht bist, weil du nicht so performst, wie du das vorstellst, weil du irgendwas falsch gemacht hast, die Enttäuschung. Ich finde geil, weil Markus ist so ein... Markus könnte so ein Onkel sein. Wisst ihr, was ich meine? Von dem man so
bei dem man sich ausholen kann, aber der dir auch so Ratschläge gibt fürs Leben, finde ich geil. So fühlt sich gerade, fühlt sich dieses Gespräch hier an. Die nimmt dir keiner. Das, ja. Aber das hat mir wehgetan. Na, wie du vorhin gesagt hast, wo wir Bizeps trainiert haben, das Schlimmste ist... Genau so sieht es aus, Serkan. Genau so. ...ist für mich, wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe und deswegen scheiße aussehe. Und du weißt halt, und du so, weißt, dass man besser machen kann. Also. Ja, das stimmt. Viel schlimmer. Mhm. Was mich auch interessieren würde, weil ihr habt ja jetzt so, vielleicht ihr beide, schon eine kleine Familie am Start. Ja. Es steht jetzt mitten im Leben. Könntet ihr so als Aussteiger leben, so nee, im Prinzip... Ohne Materialismus, nee, ohne Geld, nee, so, nee. So also, einfach sagen, also jetzt angenommen, das Kind wäre mal nicht da, so hey, wir machen die Tür zu, wir verkaufen alles und gehen. Nee, bin ich null der Typ dazu. Yeah? Nein. Du warst doch immer schon... Ich brauche immer so mein, ich bin so ein Heimscheißer, ja. Geil, also ja. Ich brauche meine Basis, ich brauche mein, nicht unbedingt ein Haus, ich komme mal mit einer Wohnung klar oder ein kleinere. Das ist... Die Frau von Röhl ist die gleiche wie aus dem Supermarktvideo von 2000. Nein, das war die Simone. Das war die Simone, also seine Ex-Frau. Mir eigentlich scheißegal, aber ich muss wissen, wo ich hingehöre. Deswegen bin ich halt auch nie in die USA gegangen, weil mir das alles zu fiktiv war. Ja. Ich wusste nicht, wo meine Basis ist. Guck mal, der Anton zum Beispiel jetzt, ne? Der Anton wollte ja nach Dubai und hat, oder nach Katar und hat nach kurzer Zeit gemerkt, ey, das ist doch alles nicht so, wie es scheint. Ja. Das stimmt, ja. Rede ist von Anton Bipus. Und kam wieder zurück, relativ... neutralisiert und ernüchtert, aber es ist auch gut, damit man mal sieht, das, was ich hier habe, was du hast, in deinem Umfeld, das ist wichtig. Ja. Für deine Leistung, die du bringen musst. Und wenn du jetzt woanders bist, ne, wird es ja nicht besser. Ich habe immer den Sport als Klammer. Als Privatmensch, wenn ich den Sport jetzt nicht hätte. Ja, klar. Vielleicht, ja, wobei ich gar nicht wüsste, was ich machen soll. Wenn ich jetzt irgendwo im Wald lebe, in der Hütte, was soll ich da machen den ganzen Tag? Ich habe schon gedacht an Ibiza. Aber das geht ja nicht, weil Markus hat die Klima und so weiter. Aber ich hatte schon... Ja, mir ging das auf den Sack, nichts mehr zu tun. Irgendwo, wo nur Sommer. Weißt du, wenn ich kacken will... Die Frau hat Bock auf Ibiza. Will, will ich mal Spülung drücke und nicht einen Armer hinterher schütte. Also, warte, den hören wir nochmal. Den hören wir nochmal. Sommer. Weißt du, wenn ich kacken will, will ich mal Spülung drücke und nicht einen Armer hinterher schütte. Also, glaube, weil irgendwann wird es dann auch so... Mir fehlt der Anreiz. Ich brauche für alles ja. Motivation im Leben. Dann kann ich auch... Ich will deine Motivation. Ja. Na, genau. Aber ist auch interessant. Also ich brauche das. Ja. Ich brauche auch Stress. Ich habe das auch gemerkt. Viele sagen dann... Ja. Ohne Stress verliert man so den Antrieb. Wisst ihr, was ich meine? Klar, ich rede jetzt nicht von zu viel Stress, aber man braucht so ein bisschen Druck. Weil wenn man so vor sich hin lebt und keinen Druck hat, keinen Stress, dann lebt man so, vergammelt man. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen Stress braucht man, dann läuft es besser. Ja, warum bleibst du da nicht in Kuwait, dann läuft alles und ihr wachst. Und ach, Bullshit. Da nimmst du 10, ich würde da nicht 10 Kilo zunehmen, nein. Weil bei mir daheim in der Bude funktioniert es genauso. Ich habe da mein das Ding. Ist doch alles, und das ist doch alles, weil die Leute irgendwas sehen, was für bestimmte Menschen funktioniert. Ja. Die aber vielleicht menschlich einen ganz anderen Charakter haben, bitte. Ja, das stimmt. Vielleicht brauchst du aber deine Mitmenschen, dein Umfeld. Ja, auch wenn es dich manchmal nervt. Funktioniert, ja, wenn du manchmal sagst, ah, die Wohnung ist das und das und das. Ja. Oder die, ja, aber du brauchst es ja. Ja. Und ich würde nie was tauschen, never change a running system. Wenn was funktioniert, dann bleib da dabei, weil der Plan funktioniert. Ja? Und es ist nicht gesagt, weil jemand anderes das macht, dass es der ultimative Plan ist, um für mich besser oder Fortschritte zu generieren. Ich sag's immer wieder, ich bin ein Heimscheißer, ich brauche das hier. Und ich brauche auch Stress und Druck. Ja. Leistungsdruck, schreibt hier einer. Ja, es geht mir auch jetzt auch, sagen wir, auf den Sport bezogen jetzt. Man darf sich nicht auf seinem Erfolg ausruhen, Freunde. Wisst ihr, was ich meine? Das passiert vielen ziemlich sehr, sehr schnell. Die erreichen dann ein bisschen gute Form und ruhen sich dann drauf aus. Wisst ihr, was ich meine? Und das geht nicht. Man muss immer hungrig bleiben in dem Sport. 100%. Sonst verliert man den Biss und es geht dann nicht mehr bergauf, sondern bleibt auf einem Level. Man stagniert. Und das ist scheiße. Ja, es gibt Menschen, die brauchen Druck, du auch. Ja, schon. Sonst du tust, nicht ab. Weißt du warum? Ja. Ein Bodybuilder muss unter Druck funktionieren. Und wenn du das machst auf der Bühne, das lernt man dann. Und dann eben, du lernst es, du brauchst Druck. Ja. Und deswegen ist es auch schön. Es ist schon so, dass ich das brauche. Ja, klar. Wenn keiner was erwarten würde, dann wäre es jetzt... Sister?
So kann ich manchmal Leute böse sein, die so ziellos umherleben. Mhm. Ja, egal. Genau, das ist der Grund. Hier schreibt einer, dass viele Athleten nach so einem Wettkampf in ein Loch fallen, weil dann ist das Ziel vor Augen weg. Die leben quasi vor sich hin. Und do widzenia. Dann geht dieses Feuer, das erlischt. Wisst ihr, was ich meine? Dieses, wo man so Biss hatte, das erlischt. Und das ist natürlich, das ist Kacke. Man muss sich nach einem Wettkampf auch sofort das nächste Ziel suchen. Ob es jetzt Sport oder sozial gesehen ist, die haben ja nichts. Die haben keinen Druck, die haben das auch, ja, die chillen sich ihr Leben. Dann sind sie 60 und denken, was habe ich eigentlich gemacht? Ja. Was bleibt ja, im Leben? Was ist dein Nachruf? Was hast du für die Welt getan? Ja, was bleibt für mich? Ja, gut, ich habe versucht, irgendwie im Bodybuilding da meine Geschichte zu hinterlegen. Das ist der Weg, wo du gerade machst. Ja. Wir haben unseren Scheißhaufe dahingesetzt in unserem Leben. Ja. Ne? Anderen Leben, das ist, cool. Das ist scheiße. Ja? Also liege ich lieber einen Haufe, wie mein ganzes Leben scheiße ist. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid, powerstage-germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.